1912. Da wurde Rapid als erste Mannschaft österreichischer Fußballmeister. 100 Jahre später ist Rapid nur unter Anführungszeichen Vizemeister geworden, Herbert Weber. Wie viel hat gefehlt zum Titel? Bitte? Wie viel hat gefehlt zum Titel? Die Trommlerei ist so sehr laut. Wenn man das Spiel gesehen hat gegen Red Bull Salzburg im Hanapi-Stadion, hat sehr wenig gefehlt. Peter Schöttl hat eine Mannschaft gefunden, die wirklich sehr organisiert spielt. Was man ihm des Öfteren vorwirft, dass er nicht offensiv zu viel riskiert. Er ist einer, der natürlich auch weiß, dass er bei seinen Spielern oder mit seinen Spielern begrenzte Mittel zur Verfügung hat. Das ist ja auch bei den Fans immer so in Hütteldorf, dass sie auf der einen Seite zwar sagen, die Spieler sind nicht gut genug für Rapid, auf der anderen Seite kritisieren sie auch das System des Trainers und irgendwas kann da nicht stimmen, weil ich sage immer, der Trainer muss sich auch nach seinen Spielern richten. Und das hat Peter Schöttl gemacht und ich finde, dass er das Optimale umgesetzt hat. Der zweite Platz ist natürlich ein Erfolg für Rapid, wenn man bedenkt, dass man die letzte Saison völlig in den Sand gesetzt hat und nur Fünfter geworden ist. Ja, und heuer haben sich eben die Rapidler im ersten Jahr unter Peter Schöttl wieder qualifiziert für den Europacup. Das freut mit Sicherheit auch den Präsidenten, der hat sich in den vergangenen Wochen ein wenig rar gemacht, aber heute stellt er sich den Fragen von Elisabeth Gammauf jetzt live im Hanapi-Stadion. Und Peter Schöttl hat in Kapfenberg gemeint, nachdem Platz 2 fixiert war. Nachdem wie diese Saison verlaufen ist, bin ich zufrieden mit dem zweiten Platz. Und der Präsident, der müsste das ja eigentlich auch sein nach dieser Saison. Sind Sie es, Herr Edlinger? Sind Sie zufrieden oder sind Sie doch ein wenig enttäuscht, dass es nicht geklappt hat mit dem Titel? Man war ja dran. Ja, man muss einmal ein Jahr zurückblenden. Wir haben einen sehr schlechten Start gehabt unter den Voraussetzungen, die es damals gegeben hat. Und die Aufgabe, die Peter Schöttl hervorragend bewältigt hat, war primär mal jene, die Abwehr zu stabilisieren, weil das war im Vorjahr ja unser großes Problem. Das ist ihm gelungen, wir haben die wenigsten Tore bekommen und langsam die Mannschaft zu entwickeln. Und wenn mir vor dem Meisterschaftsbeginn jemand gesagt hätte, Rapid wird Zweiter, dann hätte ich das gekauft. Das war unser Saisonziel, uns für einen europäischen Bewerb zu qualifizieren und das ist gelungen, dass wir so knapp am Meistertitel vorbeigegangen sind und hier heute auch die tätige Hilfe des sogenannten Unparteiischen eine Rolle gespielt hat. Das nehme ich zur Kenntnis, natürlich mit Bedauern, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Zufrieden mit diesem zweiten Platz, zufrieden auch mit der Arbeit von Peter Schöttl. Wie bilanzieren Sie jetzt diese ganze Saison mit seiner Arbeit auch? Ich glaube, es ist eine sehr gute Arbeit. Ich sage, er hat die Abwehr stabilisiert. Es ist ihm gelungen, einige ganz junge Spieler in den Kader zu bringen. Das ist ja unser Ziel, nämlich, dass wir junge Spieler haben. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Und dieser Weg wird weitergegangen, denn das Ziel muss sein, eine junge Mannschaft eine Zeit lang beisammen zu halten, um letztendlich dann auch zu jenen Leistungen zu kommen, die wir uns wünschen. Ja, es hat ja turbulent begonnen. Wir denken an das Geisterspiel, die Fanproteste. Hat das alles sich irgendwie länger gedauert, länger hingezogen, diese Fanproblematik? Und ist das eigentlich alles ganz ausgestanden? Schauen Sie, ganz ausgestanden wird das nie sein. Die Fans sind natürlich eigene Persönlichkeiten, die halt ihre Emotionen unterschiedlich ausleben. Wir finden das in ganz Europa. Bei uns nicht in dem extremen Maße. Aber es ist eine permanente Aufgabe, sich natürlich mit unseren Fans auch zu beschäftigen, sich auseinanderzusetzen, mit ihnen zu reden. Vor allem mit jenem Teil, der gesprächsbereit ist. Und das tun wir auch. 17.000 sollen heute kommen ins Hanapi-Stadion, das muss renoviert werden. Gibt es da jetzt schon einen ganz genauen Zeitplan und gibt es sowas wie ein Modell, dass man einmal einen Überblick bekommt, wie das dann aussehen soll? Also es wird sehr schön ausschauen, davon bin ich überzeugt. Die jetzige Arbeit, die unser Baubeauftragter tut, ist die genaue, exakte technische Überprüfung dieses Stadions. Das ist ein altes Stadion. Wir müssen einmal den Ist-Zustand exakt erfassen, denn wir übernehmen ja mit 1. Juli die Gesamtverantwortung und das ist sehr wesentlich. Und erst dann kann man darauf aufsetzen, was man noch tut und vor allem auch von den finanziellen Möglichkeiten her. Wir haben von der Stadt Wien einen durchaus relevanten Betrag in der Höhe von über 17 Millionen bekommen. Aber ich bin überzeugt, dass man damit nicht das Schmuckkästchen bauen kann,
das wir uns alle wünschen. Auch hier wird noch Kreativität notwendig sein. Da sind also Ausgaben zu tätigen. Wie viel bleibt dann noch für die Kaderplanung, für die kommende Saison, den jungen Weg weitergehen? Aber der Trainer wünscht sich auch drei Spieler. Welche Wünsche kann man ihm da erfüllen? Er wird seine Wünsche erfüllt bekommen, das ist gar keine Frage. Denn die Infrastrukturinvestitionen auf der einen Seite und jene budgetären Mittel, die für die Mannschaft zur Verfügung stehen müssen, sind zwei Paar Schuhe. Wir haben das auch exakt getrennt, sogar in einer eigenen Firma getrennt, weil wir uns auch nicht den Verdacht aussetzen wollen, dass uns vielleicht irgendjemand sagt, wir kriegen Geld für Investitionen von der Stadt Wien und verwenden das für den Profikader. Das wird bei uns ganz transparent auseinandergehalten. Also zwei Verrechnungskreise, die exakt auch durchaus überprüfbar sind. Heute volles Haus, schöner Saisonabschluss. Die große Party, die steigt aber in Salzburg. Gibt es da von Ihnen Grüße, Glückwünsche an den Meister? Ich gratuliere jedem, der Meister wird, so auch natürlich Red Bull. Dankeschön für das Gespräch. Thomas, bei dir und bei Herrich geht es jetzt weiter in Salzburg. Ja, und bei uns in der Red Bull Arena ist schon ordentlich Musik drin. Herbert Weber, war nicht immer Musik drin bei den Salzburgern in dieser Saison, auch nicht bei Rapid. Aber wie beurteilen Sie grundsätzlich die Entwicklung, die Rapid gemacht hat im ersten Jahr unter Peter Schürtl? Ja, ähnlich eigentlich wie die Entwicklung der Salzburger. Es war eine Übergangssaison für Rapid mit vielen Problemen, nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch natürlich mit den Fans, wo es am Anfang der Saison keine Unterstützung gegeben hat, weil rigoros durchgegriffen wurde durch den Platzsturm, der da stattfand am Ende der vorigen Saison. Und deswegen gab es da in der Beziehung zwischen den Verantwortlichen und den Fans also große Sprünge. Und das einmal zu kitten war die Hauptaufgabe in erster Linie und das scheint jetzt gelungen. Obwohl natürlich der zweite Platz in Hütteldorf, das weiß ich, nie gerade als großer Erfolg angesehen wird. Herzlich willkommen zum Saisonabschluss im windigen Westen Wiens im Gerhard-Hanapi-Stadion. Ja, rein sportlich gesehen geht es hier und heute zwar nur noch um die Heidelbeeren, aber so ein Saisonabschluss ist natürlich auch ein Zeitpunkt für Abschiede. Und Rapid lässt heute einige verdiente Spieler noch einmal richtig hochleben. Sie haben René Gartler und Jürgen Patocker schon gesehen, die den Verein verlassen werden, ebenso wie Ranwald Zumer, der jetzt dran ist und sich seinen Blumenstrauß und sein Geschenk von Rapid-Präsident Rudolf Edlinger und von seinem Trainer Peter Schöttl abholt. Ja, Gartler verlässt den Verein nach 8 Jahren, bei Jürgen Patocker waren es 5 Jahre. Ranwald Zumer hat 3 Jahre lang für Rapid in der Innenverteidigung seine Knochen hingehalten, aber das war es noch immer nicht. Der Nächste, der jetzt geehrt wird und der damit den Verein auch im Sommer verlässt, das ist Christian Thonhofer. Ja, Platzsprecher Andi Marek hat es schon gesagt, 89 Pflichtspiele hat er für Rapid absolviert. Das in insgesamt 6 Jahren mit Unterbrechungen. Unter anderem in der vergangenen Saison war Christian Thonhofer nach Wiener Neustadt verliehen. In dieser Saison dann also wieder mit dabei. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Peter Schöttl hat auch gemeint, das tut ihm ein wenig leid, aber er hat trotzdem nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl. Genauso wenig wie bei René Gartler. Denn die beiden, die haben gute Angebote und der Trainer ist überzeugt, dass die dann auch in der kommenden Saison noch in der österreichischen Bundesliga zu sehen sein werden. So, aber jetzt das Highlight bei den Verabschiedungen, falls es so etwas überhaupt gibt. Ein echtes Urgestein verlässt Rapid nach insgesamt 21 Jahren. Und da gibt es jetzt tosenden Applaus für ihn hier, für Helge Payer. Fast 300 Pflichtspiele hat er für Rapid zwischen den Pfosten absolviert. Und war dabei natürlich lange Zeit hier die Nummer 1. Bei den letzten beiden Meistertiteln von Rapid im Jahr 2005 und im Jahr 2008 ist er als Nummer 1 im Tor gestanden.
Ja, wie gesagt, 21 Jahre war er beim Verein, 1991 als 11-Jähriger zu Rapid gekommen, dann im Nachwuchs und bei den Amateuren gespielt und seit 2001, damals hat er unter Lothar Matthäus sein Debüt bei den Profis gegeben, war er als Torhüter in der Profimannschaft von Rapid. Ja, und in der laufenden Saison ist er dann von Lukas Königshofer und von Jan Nowotar verdrängt worden. Damit bleibt das 4:2 hier im Herbst gegen Salzburg, wo er zwischen dem Pfosten stand, sein letztes Pflichtspiel für Rapid. Ja, er trägt es mit Fassung. Laune anscheinend gar nicht so schlecht, während die Fans im Hintergrund ihm danken für 21 Jahre beim Verein. Aber ganz soll es das noch nicht gewesen sein für Helge Payer. Ein Abschiedsspiel soll er noch bekommen, das ist zumindest geplant. Ein Freundschaftsspiel dann in der Sommerpause, da soll er noch einmal zwischen den Pfosten stehen. Und da können ihm dann auch die Fans noch einmal zujubeln. So, jetzt geht's dann gleich los. Christian Dinter, der für den burgenländischen Landesverband pfeift, in diesen für Schiedsrichter gar nicht so einfachen Tagen. Naja, für die Schiedsrichter vielleicht weniger, eher für den Schiedsrichterverband. Aber das ist jetzt hier und heute natürlich nebensächlich. Gleich geht's los. Die Stimmung ist gut im gut gefüllten Gerhard-Hanapi-Stadion. Und Rapid, die Mannschaft von Peter Schöttl, die will sich hier natürlich mit einer ordentlichen Leistung vom Publikum und auch von dieser Saison, die man also als Vizemeister beenden wird, verabschieden. Auf geht's, noch einmal 90 Minuten Bundesliga-Fußball zum Abschluss der Saison 2011 und 2012. Rapid ganz in grün in dieser ersten Spielhälfte von links nach rechts. Lukas Königshofer da gleich einmal mit leichten Problemen. Die Aufstellungen wollen wir Ihnen natürlich auch nicht schuldig bleiben. Da gibt es heute einige Änderungen bei Rapid im 4-2-3-1-System von Peter Schöttl. Achtung jetzt einmal auf Carlos Merino, der da gleich einmal durchsteckt. Die erste Chance für die Innsbrucker durch Bülent Bilgen. Und da gibt es gleich den ersten Eckball. Also ganz schnell die Rapid-Aufstellung. 4-2-3-1 mit 5 Änderungen. Die Abwehr fast völlig neu formiert. Schimpelsberger rechts statt Tonhofer, innen Pichler, wieder Fitz statt Patoker, Katzer links statt Schrammel und im defensiven Mittelfeld zweimal mit Kulewitz und Fidra. Und jetzt die erste richtig gute Möglichkeit, Schweinocher mit dem Kopfball gegen Königshofer. Und da ist der Rapid-Goalie gleich einmal gefragt. Schauen Sie noch einmal, guter Kopfball von Schweinocher, gut auch die Reaktion von Königshofer, weniger gut von der Rapid-Defensive, dass Schweinocher da gleich noch einmal schießen kann. Pichler blockt und jetzt wieder Merino. Carlos Merino gegen Hofmann, Schimpelsberger kurz, orientierungslos. Kulowitz, jetzt sollte Rapid den Ball mal hinten rausbekommen. Schon wieder die Innsbrucker, Carlos Merino. Vorteil zeigt Schiedsrichter Dinter nach diesem kurzen Rempler gegen Bülent Bilgen. Also Innsbruck startet gleich mit ordentlich Dampf rein in diese Partie. Bei den Innsbruckern heute Markus Egger im Tor. Für den angeschlagenen Sabolcz Schaffer, der mit einer Knieverletzung passen muss, auch gar nicht im Kader ist. Und Egger ist eine von drei Umstellungen, die Walter Kogler gegenüber der letzten Partie, gegenüber dem Unentschieden gegen Sturm vornimmt. Die weiteren Marco Kofler wieder in der Innenverteidigung. Der war gesperrt statt des angeschlagenen Dario Dakovic, der nur auf der Bank sitzt. Martin Schweinocher auch wieder mit dabei. Also die Innenverteidigung neu formiert. Liegt auch daran, dass Iñaki Bea gelb gesperrt ist und damit kein Spiel mehr für die Innsbrucker absolvieren kann. Die Partie gegen Sturm war also sein Abschied, denn Iñaki Bea
verlässt ja den Verein. Vernitznik bekommt da die Schussgelegenheit. Also Rapid lässt die Innsbrucker da ganz schön gewähren in den ersten Sekunden dieser Partie. Burgstaller verschenkt da den Ball sehr leicht. Aber Rapid bekommt ihn wieder zurück, weil Alexander Hauser den Ball in Seiten ausspielt. Carlos Merino. Wieder Merino, verfolgt von Kulowitz. Schimpelsberger tackelt. Gute Aktion des Außenverteidigers. Steffen Hofmann könnte jetzt mal was Gefährliches für Rapid machen. Nicht optimal, der Pass zur Mitte, trotzdem Katzer jetzt mit der Möglichkeit. Kozurek verfolgt von Schütz. Und wieder Katzer. Hofmann schön weitergeleitet für Guido Burgstaller in höchster Not. Aber dann Abraham vor dem Rapid-Kapitän zur Stelle. Harald Pichler, der Ex-Innsbrucker, ist rechtzeitig für dieses Spiel wieder fit geworden, bildet bei den Hütteldorfern also wieder die Innenverteidigung gemeinsam mit Mario Sonnleitner. Insgesamt ist das jetzt die Viererkette, die man bei Rapid über die Saison eigentlich gewohnt war. Aber zum letzten Spiel doch drei Umstellungen. Schütz für Kapitän Tomasz Abraham. Christopher Wernitznik. Sein Distanzschuss wird geblockt. Der Merino hat Platz, Carlos Merino kann schießen, tut er auch, allerdings deutlich übers Tor. Merino zusammen im zentralen Mittelfeld wieder mit Bülent Bilgen, das ist gegenüber der letzten Partie gleich geblieben und das war die beste Chance bisher in diesem Spiel. Ecke von Merino, Kopfball, Schweinocher, der dann gleich noch einmal darf und wenn Pichler da nicht reinspringt, dann steht sie unter Umständen schon 1-0. Markus Ecker macht heute sein insgesamt 6. Bundesligaspiel, hat in dieser Saison Sabolcs Schaffer ja schon einige Male verletzungsbedingt vertreten. Hat in dieser Saison sein Bundesliga-Debüt gegeben und demnach auch alle bisherigen Spiele der laufenden Spielzeit absolviert. Schweinocher vor Deniala am Ball. Schimpelsberger köpfelt in die Mitte rein, da wäre Burgstaller, da war aber auch Kofler. Und jetzt Dominik Widra, der 18-Jährige, macht heute sein 2. Bundesligaspiel, steht erstmals in der Rapid-Startformation. Steffen Hofmann aus der Distanz übers Tor. Legt ab, Hofmann schießt drüber. 6 Tore hat der Rapid-Kapitän in der laufenden Saison erzielt. Dazu noch 14 aufgelegt. Damit wird er die Saison aller Voraussicht nach als erfolgreichster Vorbereiter wieder mal, muss man sagen, der Liga abschließen.
Schimpelsberger jetzt mal über links im Zusammenspiel mit Katzer. Das müsste den ersten Eckball für Rapid geben, den gibt's auch. Georg Harding, der Ex-Rapidler, war da als letzter am Ball. Ja, und die Ecken, die sind natürlich ebenso wie die Freistöße in Strafraumnähe Chefsache. Deshalb bringt Steffen Hofmann jetzt die Kugel rein. Kurz abgespielt. Geniala wieder auf Hofmann. Jetzt kommt die Flanke. Burgstaller hat da Zeit und Platz. Dann wird Ecker gefault. Davor Mario Sondleitner, ziemlich lässig eigentlich in der Ballbehandlung. Schauen wir noch einmal auf diese Szene. Burgstaller könnte da eigentlich auch aufs Tor schießen, tut er aber nichts. Und dann Sondleitner, vielleicht mit einem Foulspiel am Verteidiger, aber hier sicher nicht an Torhüter Ecker. Pichler, er kämpft den Ball für Rapid. Staller, aber zu lang. Tja, vielleicht spielt hier auch der Westwind, der heute sehr stark bläst in Hütteldorf, bei der ein oder anderen Szene eine Rolle. Das wird man sehen. Wir schauen mal, wer da alle auf der Ersatzbank bei Rapid sitzt. Sie sehen Thomas Prager, Sie sehen auch den verabschiedeten René Gartler, der, wie wir von Riedmanager Stefan Reiter gehört haben, ein heißes Thema in Ried ist. Da gibt es ein konkretes Angebot, da hat es schon Verhandlungen gegeben und es ist durchaus möglich demnach, dass René Gartler in der kommenden Saison in der Bundesliga bleibt, dann eben für Rapid stürmt. Für Ried stürmt natürlich, für Rapid hat er in insgesamt 74 Pflichtspielen in seiner Zeit hier 17 Tore erzielt. Die Innsbrucker sind besser reingekommen in diese Partie, haben in den ersten 10 Minuten hier 6-mal auf das Tor von Lukas Königshofer geschossen. Auf der anderen Seite gab es 2 Versuche von Rapid, beide aus der Distanz, beide am Tor vorbei. Aber es steht noch 0:0. Auf der Ersatzbank der Innsbrucker sitzen heute einige angeschlagene Spieler, die deshalb in der Startformation keinen Platz mehr gefunden haben. Pichler rutscht da weg. Aber zurück zur Reserve der Innsbrucker. Dakovic, Perstaller und Burgic, die sind alle nicht hundertprozentig fit, sitzen deshalb nur draußen. Dakovic hat ja zuletzt von Beginn an gespielt beim Unentschieden gegen Sturm. In der Innenverteidigung wurde heute eben durch Martin Schweinocher ersetzt. Perstaller und Burgic, die waren zuletzt beide gesperrt, sind heute wieder spielberechtigt, aber kommen bestenfalls als Joker in die Partie. Hofmann durchschaut diesen Ball von Abraham und leitet auch den Gegenstoß für Rapid ein. Deniala. Katzer sucht in der Mitte Burgstaller. Carlos Merino für Bülent Bilgen. Wernitznik immer wieder anspielbar.
mit dem Pass in die Tiefe, der bei Markus Katzer landet. Widra und Kulowitz, die beiden heute im defensiven Mittelfeld bei Rapid. Liegt auch daran, dass Markus Häkkinen nach wie vor nicht fit ist. Fällt immer noch wegen seiner Rissquetschwunde an der Hand aus. Guido Burgstaller. Da hatte ich jetzt fast den Eindruck, den Ball hat er ein bisschen zu früh aufgegeben. Er wird aber wohl selbst am besten wissen, ob er da noch mit dem Kopf rangekommen wäre oder nicht. Markus Katzer hatte Zeit und Platz, sich den Ball herzurichten. Und dann war der Ball ein Stück zu hoch für Guido Burgstaller. Insgesamt eine sehr junge Startformation heute bei Rapid. Das Durchschnittsalter liegt unter 25 Jahren. Eine so junge Rapid-Mannschaft gab es seit exakt 7 Jahren in der österreichischen Bundesliga nicht mehr. Lässt die Innsbrucker kommen, steht gut sortiert im Moment in der eigenen Hälfte, wartet, was die Gäste aus Tirol da anzubieten haben. In diesem Fall war es mal ein technischer Fehler von Carlos Merino, deshalb Ballbesitz für Rapid, Einwurf Markus Katzer. Schimpelsberger mit Platz am rechten Flügel jetzt gegen Hauser. Steffen Hofmann hätte diesen Ball beinahe verschlafen. Kulowitz und Katzer. Die Innsbrucker stehen jetzt sehr tief am eigenen 16er. Sucht eine Anspielstation, findet sie nicht, deshalb geht es zurück in die Innenverteidigung. Hofmann versucht etwas Tempo reinzubringen in den Angriff. Ja, und prominente Gäste heute hier im Anapi-Stadion. Sie sehen von links nach rechts Tanju, Kajan, Willi Kavlak, Ümit Korkmaz und natürlich auch Jimmy Hoffer, lauter Ex-Rapidler, die die Saison mit ihren Clubs schon beendet haben und auf Einladung des Clubs heute hier wieder mal vorbeischauen bei ihrem alten Arbeitgeber. Ja, bei einigen ist es ja auch durchaus interessant, wie es weitergeht. Vor allem auch Erwin Jimmy Hoffer, der noch bis 2014 Napoli gehört. In der vergangenen Saison war er sehr erfolgreich für Eintracht Frankfurt in der zweiten deutschen Bundesliga unterwegs. Die sind jetzt aufgestiegen und in den nächsten Tagen soll sich klären, ob Jimmy Hoffer dann auch in der ersten Bundesliga für die Frankfurter spielen wird. Ja, da haben wir ihn noch einmal rechts im Bild. Erwin Hoffer, 9 Tore hat er in der zweiten deutschen Bundesliga in der vergangenen Saison erzielt für die Eintracht. Das ist ganz in Ordnung. Gefault nach Ansicht von Schiedsrichter Dinter. Deshalb gibt es Freistoß für Rapid.
Kozurek wird von zwei Innsbruckern in die Mangel genommen, verliert den Ball. Versucht ihn jetzt von Georg Harding zurückzuerobern. Also bislang hat es noch keine der beiden Mannschaften geschafft, die spielerische Linie hier aufs Feld zu bringen. Was die Ballkontakte und die Zweikämpfe betrifft, sind diese Anfangsminuten sehr ausgeglichen. Bei den Torschüssen, das habe ich Ihnen schon einmal gesagt, haben die Innsbrucker nach wie vor die Nase vorne. Wir warten jetzt aber schon einige Minuten auf einen weiteren Torschuss. 8 hat es bisher insgesamt gegeben. Aber den letzten in Minute 10. Vielleicht kommt jetzt einer dazu. Markus Katzer legt noch einmal zurück. Aber von da ist es natürlich ganz schwierig zu treffen. Guido Burgstaller hat es trotzdem einmal probiert. Daumen hoch für den Pass. Vielleicht weniger für den eigenen Versuch. Markus Egger hatte bisher noch keinen Ball zu halten. Spiel hat Christian Dinter gesehen und auch geahndet. Ja, und das war auch korrekt. Christopher Wernitznik nimmt sich den Ball mit dem Arm mit. Deshalb gab es hier richtigerweise den Freistoß für Rapid. Dominik Widra. Wilken rutscht weg. Vedra mit dem Fehlpass. Wernitznik. Und die Möglichkeit für die Innsbrucker, für Marcel Schröter. Gute Aktion von Wernitznik. Da draußen gegen Steffen Hofmann. Aber dann nimmt sich Schröter da den Ball nicht optimal mit, aber das Zuspiel, das war wirklich erste Sahne. Da bedankt sich Schröter auch zu Recht. Der hat in dieser Saison schon 2 Tore gegen Rapid erzielt. Das waren beide Treffer zum 2:1 Heimsieg der Innsbrucker im bislang letzten Duell dieser beiden Teams. Schröter. Wernitznik versucht es jetzt einmal selbst. Probleme für die Rapid-Verteidigung, da den Ball zu klären. Und dann kommt auch noch Bülent Bilgen zu seiner Möglichkeit. Das wäre ein Ding, wenn der heute hier ein Tor macht. Bülent Bilgen, der 35-Jährige, hat bisher ein Bundesliga-Tor erzielt. Und das vor 13 Jahren. Respekt, wenn Sie sich als Innsbruck-Fan daran noch erinnern können. Das war in seiner ersten Zeit, damals noch beim FC Tirol. Dazwischen war er auch mal in der Türkei. Da gibt es jetzt ein kurzes Gemenge da draußen zwischen Burgstaller und Harding. Und natürlich auch unterschiedliche Ansichten über diese Szene. Welche hat Christian Dinter? Also da gingen beide raus, nachdem der Ball im Seitenaus war. Plötzlich ist Harding wie vom Blitz getroffen umgefallen. Aber Schiedsrichter Dinter hat da keine Tätigkeit gesehen, hätte ich auch nicht so interpretiert. Schauen wir noch einmal drauf, da ist der Ball jetzt draußen. Harding schnappt sich die Kugel. Ja, mein Gott, dann ist Burgstaller da kurz mit den Händen am Gegenspieler. Der ist da wohl auch ausgerutscht, aber das war keine Tätigkeit. Also, da war schon alles okay. Ah,
Kala mit gutem Körpereinsatz gegen Wernitznik behauptet die Kugel für Rapid. Widra für Schimpelsberger. Hofmann, schön gespielt für Guido Burgstaller, der bringt den Ball noch einmal rein. Die Flanke einen Tick zu hoch, immerhin es gibt Eckball für Rapid, weil Georg Harding da die Kugel nicht besser klären kann. Aber das war in Ordnung, schnell weitergespielt von Steffen Hofmann. Burgstaller geht da mal vorne weg. Ja, und dann der Stoppfehler eigentlich von Harding, sollte auch nicht passieren. Deshalb gibt es die Ecke für Rapid. Ecker mit leichten Problemen, kommt nicht hin zum Ball, da ist viel Betrieb vor ihm. Hofmann bekommt die zweite Chance zur Flanke. Ja, diesmal Ecker dran, deshalb gibt es wieder Eckball. Ja, ein routinierter Torhüter, kann man jetzt vielleicht sagen, hätte den Ball festgehalten, aber da will ich Markus Ecker jetzt keinen Vorwurf machen. Bülent Bilgen erobert die Kugel für Innsbruck. Das müsste jetzt eigentlich Gelb für Harald Pichler geben. Ja, da ist Schiedsrichter Dinter sehr gnädig, denn das war ein klassisches taktisches Foul von Pichler gegen Bülent Bilgen. Damit hat er den Konter von Innsbruck unterbunden. Laut Regelbuch ist das Gelb. Aber Christian Dinter lässt den Rapidler noch einmal so davonkommen. Oh, die Innsbrucker verschenken jetzt den Ball in der eigenen Hälfte. Und dann Grozurek, vielleicht etwas übermotiviert, trotzdem die Abschlussmöglichkeit für Burgstaller. Die Kugel noch gefährlich abgefälscht. Jetzt sind sie da. Die Möglichkeiten, die zu Beginn dieses Spiels für Rapid gefehlt haben. Hauser hier unglücklich, wie er den Ball da querspielt. Und dann fälscht Kupfler noch den Schuss von Burgstaller ab. Ja, da wollte Burgstaller die Kugel eigentlich an den anderen Pfosten schlenzen. Aber so war es vielleicht fast noch gefährlicher. Schön gespielt jetzt bei Rapid. Ecker gefragt. Und der Innsbrucker Torhüter jetzt ordentlich unter Druck, nachdem er das anfangs gar nicht war. Genialer hat da jetzt die Kugel quer gespielt. Führt auch die Ecke aus. Kopfball Sonnleitner. Und dann war es abseits von Lukas Grozurek. Schauen wir mal, ob Assistent Philipp Eiginger da richtig lag beim Kopfball von Sonnleitner. Ja, steht Grozurek vorne. Der geht dann zum Ball. Somit richtig entschieden vom Schiedsrichterteam. In diesem Fall gut gesehen vom Assistenten. Christopher Wernitznik bedient. Einem Zweikampf mit Schimpelsberger. Abraham auf Bülent Bilgen. Ja, Bülent Bilgen ist keiner, der einen Freistoß zieht. Das muss man ihm hier zugute halten. Wurde da von zwei Rapidlern unter Druck gesetzt. War zweimal am Boden, hat aber immer versucht, weiterzuspielen. Wernitznik versucht einen Trick, der geht ihm nicht auf gegen Schimpelsberger. Ja, dann Schimpelsberger gefault, Freistoß schnell ausgeführt von Steffen Hofmann. Deni Ala Katzer wäre da völlig freigestanden, hat den Ball aber nicht bekommen. Schütz hat die Kugel abgefangen und
Ahler hat sich noch beschwert, er wäre gefault worden. Aber Schiedsrichter Dinter ließ die Szene weiterlaufen und ich denke, das war so auch in Ordnung. Steffen Hofmann abgefangen, Hauser in Richtung Schreter, Endstation Lukas Königshofer. Ja, wenn bei Innsbruck was geht, dann über links. In diesem Fall war es Alexander Hauser, sonst eigentlich eher Christopher Wernitznik, der viel Betrieb macht auf seiner linken Offensivseite für die Innsbrucker. 9 Torschüsse haben die Tiroler bisher abgegeben in einer knappen halben Stunde. An 5 davon war Christopher Wernitznik direkt beteiligt. Also entweder hat er aufgelegt oder selbst abgeschlossen. Stunde ist jetzt voll, Tor haben wir noch keines gesehen zum Saisonabschluss hier im Gerd-Hanapi-Stadion zwischen Rapid und Innsbruck. Die Innsbrucker haben ein deutliches Plus bei den Torschüssen in dieser ersten halben Stunde. Sie haben nämlich fast doppelt so viele abgegeben wie Rapid, 9:5 lautet hier das Verhältnis. Da waren auch schon richtig gute, richtig gefährliche mit dabei, jetzt ein richtig hartes Einsteigen da gegen Christopher Wernitznik, gegen den stärksten Innsbrucker bisher von Steffen Hofmann, der dafür auch gelb sieht. Ja, da kommt Hofmann einfach zu spät, trifft statt des Balles den Knöchel von Christopher Wernitznik. Dafür kann man schon gelb zeigen. Vielleicht auch ein bisschen Frust dabei beim Rapid-Kapitän, der bisher wenig starke Aktionen in diesem Spiel hatte. Kaum Zweikämpfe gewinnt und auch schon den ein oder anderen Fehlpass gespielt hat. Wernitznik hat es mehr oder weniger gut überstanden, musste jetzt zwar kurz behandelt werden, ist aber schon wieder im Spiel. Druck gesetzt von Abraham. Jetzt gibt es einen Freistoß für Rapid. Ich denke, dass Christian Dinter da schon den Zweikampf Abraham gegen Hofmann geahndet hat. So ist es auch, denn da war der Tatort. Steffen Hofmann mit einem schlechten Freistoß. Nicht der Tag bisher des Rapid-Kapitäns, der auch kurz fraglich war für diese Partie, hatte mit Oberschenkelproblemen, mit Problemen in der Oberschenkelmuskulatur zu kämpfen in der vergangenen Woche, konnte deshalb auch nicht voll trainieren, wollte aber unbedingt spielen heute.
hat jetzt der Assistent. Auf der anderen Seite Paul Petthöhe eine Abseitsstellung angezeigt, deshalb Freistoß für Rapid. Geht der Ball zurück an die beiden Innenverteidiger. Da ist momentan eine Kreativität drin bei Rapid. Die finden kein Mittel, um die Innsbrucker da unter Druck zu setzen. Abseitsstellung. Und das war jetzt eine Fehlentscheidung. Ich denke, dass Schweinocher da in der Mitte dem eigenen Tor näher war als Deniala. Hat Assistent Philipp Eiginger jetzt nicht richtig hingeschaut. Die gefährlichsten Aktionen, die Rapid bisher zu bieten hatte, waren eigentlich nach Standardsituationen. Aus dem Spiel heraus fehlt es noch ein wenig. Beim Vizemeister, vielleicht geht jetzt einmal was nach diesem Patzer von Martin Schweinocher. Deniala aber unentschlossen, zögert da zu lange. Burgstaller zeigt rechts immer noch auf, aber da kann er wohl bis morgen aufzeigen, den Ball wird er nicht mehr bekommen. Dominik Widra war der Grund, warum es jetzt Freistoß für Rapid gibt. Der lange Ball von Pichler in Richtung Burgstaller, gar nicht leicht anzunehmen, aber den hat er wirklich sensationell verarbeitet. Und jetzt steht es 1:0 für Rapid. Deniala schießt die Hütteldorfer hier in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Na bitte, von wegen Rapid kann den Gegner nicht ausspielen. Das war jetzt wirklich eine feine Aktion. Vom langen Ball von Harald Pichler bis zum Abschluss von Deniala. Hat alles zusammengepasst. Schauen Sie noch einmal. Hier, Pichler, der die Szene einleitet. Dann Burgstaller, sensationell, wie schnell er diesen Ball verarbeitet. Schimpelsberger geht auch gut rein in den Strafraum, spielt quer. Und da haben die Rapidler die Innsbrucker Defensive jetzt richtig kalt erwischt. Einmal passt es nicht da hinten. Einmal spielt Rapid schnell. Und schon steht es 1:0. Deniala mit seinem 8. Saisontor. Das muss die Innsbrucker jetzt ordentlich ärgern, denn die hatten eigentlich die besseren Chancen. Vor allem in der Anfangsphase, haben dann aber auch nachgelassen, jetzt schon länger nicht mehr auf das Tor von Lukas Königshofer geschossen. Rapid war auf der anderen Seite jetzt auch nicht wirklich brennend gefährlich, aber einmal geht ihnen eine Aktion auf und das reicht schon, um hier in Führung zu gehen. Und damit schaut's zumindest laut Statistik schlecht aus mit einem Auswärtssieg für die Innsbrucker.
denn Rapid hat in der Liga seit fast 5 Jahren nicht mehr verloren, wenn die Hütteldorfer mit 1:0 in Führung waren. Zuletzt ist ihnen das Ende Mai 2007 in Salzburg passiert. Und seitdem, wie gesagt, nicht mehr. Schretter jetzt mit dem Freistoß. Der war abgefälscht und deshalb gibt es Eckball. Carlos Merino und Burgstaller putzt aus. Ja, Steffen Hofmann braucht etwas zu lange, um diesen Ball weiterzuleiten. Deshalb hat die Marcel Schreter da die Kugel vom Fuß gepflückt. Schütz viel Platz, kommt hier aber einen Tick zu spät und damit läuft die Partie schon wieder in die andere Richtung. Katzer spielt da aber Harding den Ball in die Beine. Jetzt lässt Rapid die Innsbrucker kommen. Wartet auf einen Fehler, um dann zu kontern. Das wird so nichts, denn da muss auch jemand vorne sein, der zumindest eine Kugel annehmen kann. So lange, bis die Mitspieler danach rücken. Stark wieder von Wernitznik gegen Schimpelsberger in der Mitte. Schreter geht zu Boden, aber das war kein Foulspiel. Ja, und dann schlägt Pichler, der Königshofer, den Ball vor der Nase weg. Kleines Missverständnis zwischen den beiden. Pichler hat sich dann beschwert, der Goalie möge rufen. Also faul war das keines in der Mitte. Und dann hat Königshofer da anscheinend nicht auf sich aufmerksam gemacht und deshalb schlägt Pichler da hinten die Kugel raus. Wernitznik in Richtung Marcel Schreter immer wieder. Aber die Bälle kommen jetzt nicht mehr so gut an wie in der Anfangsphase dieses Spiels. Und jetzt wieder Platz beim Gegenstoß für Rapid. 3 gegen 3, wenn es schnell geht am Strafraum. Steffen Hofmann, Deni Ala und jetzt die Möglichkeit für Lukas Grozurek. Aber nichts wird's mit seinem zweiten Bundesligator. Aber trotzdem, wenn der Ball läuft bei Rapid, dann läuft es auch gut für die Hütteldorfer. Marco Kofler konnte da gerade noch eingreifen und somit verhindern, dass Grozurek den Ball ins Tor spitzelt. Jetzt macht Steffen Hofmann wieder die Ecke und er darf gleich noch einmal. Thank you.
Hoffmann an den ersten Pfosten angetragen, aber da steht, wie schon beim ersten Versuch, Christopher Wernitznik. Bin gespannt, ob das Steffen Hoffmann jetzt noch einmal auf dieselbe Tour versucht oder ob es vielleicht mal eine andere Variante gibt. Vielleicht mal auf den zweiten Pfosten. Oh ja, das hätte es jetzt wohl werden sollen. Hat aber nicht so wunschgemäß funktioniert. Guido Burgstaller deutet einen Torschuss an aus großer Distanz. Wieder Hoffmann. Die letzten Sekunden der ersten Hälfte laufen bereits. Eine Minute Nachspielzeit gibt es dann noch. Und die Innsbrucker stehen hier vor einer schwierigen Aufgabe, in dieses Match zurückzufinden. Denn wenn sie in dieser Saison in Rückstand waren, dann haben sie nur einmal gepunktet. Das war beim 1:1 zu Hause gegen Salzburg. Da hat Alexander Hauser dann noch ein sensationelles Ausgleichstor geschossen, aber sonst die Innsbrucker auch immer als Verlierer vom Platz gegangen, wenn sie den ersten Gegentreffer kassiert haben. Also, das war's jetzt mit der ersten Spielhälfte hier aus dem Hanapi-Stadion. Rapid führt durch ein Tor von Deniala in der 37. Minute gegen Innsbruck mit 1:0. Und das, obwohl die Tiroler hier eigentlich besser in die Partie reingekommen sind. Rapid hat sich schwer getan, kam dann aber zu gefährlichen Möglichkeiten nach Standardsituationen, führt jetzt. Und wir sind schon gespannt auf die zweite Spielhälfte. Hat in Wien im Hanapi-Stadion auch für Helge Peyer, aber für den ist es ja schon ein Abschiedsaufraten. Elisabeth Gammauf jetzt live aus dem Hanapi-Stadion. Es stand schon länger fest, dass er Rapid verlassen wird, aber Helge, wenn man da so steht vor dem Spiel und man wird von 17.000 bejubelt und die Fans bedanken sich, wird da auch ein cooler Typ wie Sie normalerweise sind, ziemlich soft? Ja, natürlich. Es ist eine sehr emotionale Situation gewesen. Vor allem haben sie mein Lieblingslied gesungen, das sie jahrelang gesungen haben. Und das tut richtig gut, auch wenn man eine schwere Phase durchgemacht hat. Und die Liebe zu dem Verein und zu den Fans wird einfach immer bestehen bleiben. Und das tut schon gut. Ja, über 250 Spiele absolviert für Rapid seit 1991 beim Club. Also fast ein ganzes Leben in Grün-Weiß bis jetzt. Wie kann man diesen Lebensabschnitt zusammenfassen? Das Schönste in meiner Karriere, seit 22 Jahren bin ich da. Das erste Mal war ich da als vierjähriger Bub. Da bin ich mit meinem Papa auf der Tribüne gesessen und hat Rapid Cup 6-3 gegen Austria gewonnen. Und seitdem bin ich infiziert. Und dann bei meinem ersten Training bei der Eintracht Wels mit 6 Jahren hat mich der Trainer gefragt, was möchte ich einmal machen oder was möchte ich erreichen. Habe ich gesagt, ich möchte einmal bei Rapid im Tor stehen. Und dass ich das geschafft habe, hat mich sehr stolz gemacht. Und 22 Jahre bei dem Verein, das prägt richtig. Ja, es war eine schöne Zeit, aber ja, zuletzt auch mit Schicksalsschlägen, immer wieder Krankheiten, die Sie zurückgeworfen haben, Verletzungen. Inwiefern hat das Ganze auch erschwert, diesen Kampf um dieses Leiberl jetzt in den letzten Monaten, in der letzten Saison? Ja, das ist ja ganz normal in einer Profikarriere, dass immer bergauf oder bergab geht. Das ist wie bei den Aktien. Das macht dann auch stärker und prägt dann fürs Leben. Ich glaube, keine Rakete schießt immer nur geradeaus und deswegen gehört es dazu. Ich nehme die positiven und die guten Sachen mit und aus den negativen sollte man lernen und ich hoffe, das habe ich gemacht für meine Zukunft. Sie haben viele Trainer erlebt, einen Lothar Matthäus, zum Beispiel Georg Zellhofer, Hickersberger, Backhult, zuletzt Schöttl. Wer hat Sie am meisten geprägt? Wer hat den größten Eindruck hinterlassen in alle Richtungen? Es ist schwierig zu sagen. Man versucht von jedem was mitzunehmen und für weitere Karriereschritte zu nutzen. Ich glaube, einer der größten Sir oder Sirs, was ist die Mehrzahl, das weiß ich gar nicht, das müssen wir googeln,
war der Hickersberger. Der hat einfach es verstanden, einen relativ nah ranzulassen, und man hat aber trotzdem einen riesen Respekt gehabt. Und der hat mich schon geprägt, aber ich möchte keinen missen, weil von jedem kann man was mitnehmen. Ja, mitnehmen wohin? Wie sieht die Zukunft aus, Helge? Bleiben Sie in Österreich? Geht's ins Ausland? Also morgen fliege ich mal nach Barcelona. Das ist aber nur Urlaub. Darüber hinaus weiß ich noch gar nichts. Es sind einige Anfragen, aber das ist noch lange nicht konkret. Und deswegen, Zypern ist noch nicht vom Tisch. Ja. Aber sonst bin ich noch entspannt, noch im Urlaub. Aber ich bin auch schon gespannt, wo es mich hinverschlagt. Mein ersteres Ziel wäre das Ausland, weil meine Tochter noch ziemlich jung ist und es wäre jetzt möglich. Aber ich bin eigentlich gegen nichts abgeneigt und freue mich wieder einfach mit Spaß Fußball spielen zu können. Danke, Helge. Alles Gute für die Zukunft und schönen Urlaub. Retour nach Salzburg. Willkommen zurück im Hanapi-Stadion, rechtzeitig zur zweiten Spielhälfte zwischen Rapid und Wacker Innsbruck. Die Hütteldorfer führen nach den ersten 45 Minuten mit 1:0 und bei Rapid gibt es einen Tausch auf der Torhüterposition. Lukas Königshofer hat sich eine Zerrung zugezogen, kann nicht weiterspielen. Jan Novota kommt, der Slowake kommt damit zu seinem 6. Bundesligaspiel. Und das ist, wie wir von Rapid hören, eine Vorsichtsmaßnahme. Das freut sich ja auch Teamchef Marcel Koller, der ja Lukas Königshofer für die anstehenden Länderspiele gegen die Ukraine und Rumänien Anfang Juni einberufen hat. Und auch wenn Koller 4 Torhüter einberufen hat, wäre er wohl nicht glücklich über eine Absage. Aber vielleicht geht es ja bis dahin schon wieder bei Lukas Königshofer. Dauert ja noch ein wenig. Jan Novota soll auf alle Fälle jetzt in der zweiten Hälfte den Rapid-Kasten hier sauber halten. Auch bei Innsbruck gibt es einen Wechsel. Dario Dakovic kommt in die Partie, und zwar für Martin Schweinocher. Also von Martin Schweinocher haben wir nichts über eine Verletzung gehört. Kann auch sein, dass Walter Kogler mit der Vorstellung des Tschechen vor der Pause nicht ganz einverstanden war. Da hat auch hin und wieder was nicht gepasst in der Viererkette bei den Innsbruckern. Also doch auch bei Schweinocher eine Vorsichtsmaßnahme. Jetzt haben wir es dann. Auch der hatte Probleme im Oberschenkel. Und somit nicht leistungsbedingt, sondern auch verletzungsbedingt die Auswechslung des Tschechen Dario Dakovic. Der war auch leicht angeschlagen nach dem letzten Spiel der Innsbrucker gegen Sturm. Und zwar hatte der Probleme mit dem Knöchel, hat deshalb nicht von Beginn an gespielt heute. Aber für die zweiten 45 Minuten soll es jetzt also reichen. Die Innsbrucker, das ist das Team in den goldenen Dressen und schwarzen Hosen, die in dieser zweiten Hälfte von links nach rechts spielen. Rapid jetzt mit dem ersten Angriff. Steffen Hofmann macht das Spiel schnell. Burgstaller dann rein für Deni Ala. Der kommt auch zum Kopfball, aber nicht optimal. War da jetzt vielleicht auch selbst ein wenig überrascht, dass er noch köpfeln durfte. Alles in Ordnung hier, kein Abseits von Burgstaller. Und dann verschätzt sich Kofler da völlig. Aber da hätte Deni Ala einen Kopf größer sein müssen, um noch wirklich gefährlich aufs Tor zu köpfeln. Also Jan Novota, die Nummer 2 hinter Lukas Königshofer, jetzt aufgestiegen zur Nummer 1. Ja, mit diesem Abschlag, da empfiehlt er sich nichts für weitere Aufgaben, wird aber sicherlich auch noch besser werden. Dominik Widra, der hatte eine sehr unauffällige erste Hälfte hier gespielt, hatte wenig Ballkontakte. Die wenigsten aller Rapid-Feldspieler nach Lukas Grozurek.
aber doch eine ganz vernünftige Zweikampfbilanz, vor allem für sein erstes Spiel, sein erstes Bundesligaspiel in der Startformation. Täuschung von Burgstaller. Hauser lässt sich verladen, aber behält dann im Zweikampf doch die Oberhand. Jörg Harding in Richtung Marcel Schreter, der hat da anscheinend ein bisschen nachgeholfen gegen Harald Pichler. Deshalb gibt es auch den Freistoß für Rapid und eine Ermahnung von Christian Dinter. Ich bin ja wirklich gespannt, ob es hier in der zweiten Hälfte noch einmal ein Aufbäumen der Innsbrucker geben wird. Wernitznik holt sich da jetzt mal den Ball, bekommt ihn quasi serviert von Mario Sonnleitner. Der aber dann eine schwierige Aufgabe für Marcel Schreter, da den Ball mit in den Strafraum zu nehmen. Ja, sportlich können die Innsbrucker heute, zumindest wenn man nur auf die aktuelle Saison schaut, eigentlich nichts mehr gewinnen. Denn die werden die Saison auf dem 7. Platz abschließen. 6. könnten sie nur noch werden, wenn Ried das Heimspiel gegen Wiener Neustadt verliert und die Innsbrucker hier gewinnen. Aber ob 6. oder 7., ganz ehrlich, das macht dann auch nicht den ganz großen Unterschied aus. Ja, und Jan Nowotar, der hat Probleme mit dem Schuhwerk. Hat sich davor schon einmal nach diesem misslungenen Abschlag die Schnürsenkel neu gebunden. Das ist gar nicht so leicht, wenn man Tormann-Handschuhe anhat. Jetzt hat er Unterstützung bekommen und hoffen wir mal, dass der Schuh jetzt auch sitzt. Tja, der Abschlag kommt wieder sehr flach. Da sollten die Bälle langsam mal ein wenig an Höhe gewinnen. Rozorek vorbei an Harding, der zieht dann am Gegenspieler. Tja, und Christian Dinter ist kein Schiedsrichter, der gleich bei jeder Gelegenheit gelb zeigt. Deshalb gab es auch erst eine Verwarnung in diesem Spiel gegen Rapid-Kapitän Steffen Hofmann, obwohl es sicherlich mehrere hätte geben können. Aber Christian Dinter legt da die Regeln nicht wortwörtlich aus. Und dann ermahnt auch ganz gerne Freistoß Steffen Hofmann. Harding ist zur Stelle, Eckball Rapid. Daniel Schütz wird da jetzt auf die vorgeschriebenen 9,15 Meter Abstand geschickt. Steffen Hofmann führt die Ecke aus. Gute Kopfballmöglichkeit für Markus Katzer. Und da schaut Markus Ecker nicht wirklich gut aus. Der Ball ganz knapp vor dem Tor, das ist sein Revier. Da muss er die Kugel eigentlich haben. Und er darf ja auch die Hände zur Hilfe nehmen. Damit sollte er eigentlich vor Markus Katzer an den Ball kommen, hat er hier aber nicht geschafft. Freistoß gibt es da, weil Schimpelsberger Wernitznik auflaufen lässt. Gibt es jetzt eine erste Bewährungsprobe für den frisch eingewechselten Jan Nowotar? So nicht. Freistoß Wernitznik, in der Mitte purzelt zwar Marco Kofler da durch den Strafraum, aber
aber von Elferalarm keine Spur. Na also, geht doch. Leitner mit einem riskanten Pass rein für Harald Pichler, den hätte sich Schreter beinahe noch geholt. Merino hatte jetzt kurz den Ball im Mittelfeld. Guter Einsatz von Dominik Widra. Der bekommt auch zu Recht Applaus für diese Aktion. Guido Burgstaller bekommt dann für seine Aktion wohl wenig Zustimmung. Pichler. Schreter ein paar Zentimeter zu kurz, um per Kopf noch an den Ball zu kommen. Jetzt gibt es aber Freistoß für die Innsbrucker. Und da hat Schiedsrichter Dinter schon den ersten Zweikampf geahndet, und zwar den Schubser von Pichler gegen Schreter. Danach gab es auch noch einen Zweikampf Katzer gegen Wernitznik. Aber wenn Sie schauen, wo der Ball liegt, dann war es das erste Vergehen, das der Unparteiische da geahndet hat. Hat also zunächst abgewartet, ob sich da ein Vorteil ergibt. Den gab es nicht. Mal schauen, welchen Vorteil die Innsbrucker jetzt aus dieser Szene rausholen. Merino, er wollte da wohl schon direkt schießen. Verfolgt von Schreter. Spiel von Daniel Schütz zeigt Assistent Philipp Eiginger da an. Also die Anfangsphase der ersten Hälfte hatte einiges mehr zu bieten als die ersten 10 Minuten jetzt nach der Pause. Im ersten Durchgang, da hatten die Innsbrucker gleich richtig gute Möglichkeiten, allen voran durch Martin Schweinocher, der mittlerweile nicht mehr im Spiel ist. Der hätte Innsbruck hier schon in der ersten Minute in Führung bringen können. Hatte aber nichts. So ist Rapid dann mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen. Jetzt gibt es wieder Eckball. Den zweiten nach der Pause für Rapid, nachdem Harding da kein Risiko eingeht und den Ball klärt. Gute Aktion diesmal von Markus Ecker. Jetzt ist er der Herr im kleinen Strafraum und holt sich die Kugel.
Also im Anschluss an diese Partie gibt es natürlich, wie Sie es gewohnt sind, alle Spiele, alle Tore, nicht nur die Highlights von Rapid gegen Innsbruck, sondern natürlich auch die Bilder von der Meisterfeier aus Salzburg und die entscheidenden Szenen im Kampf um den dritten Platz zwischen der Admira und der Wiener Austria. Das sollten Sie nicht verpassen. Kolowitz fault Carlos Merino, Freistoß für die Innsbrucker. Innsbruck hat sich in der abgelaufenen Saison in Auswärtsspielen immer sehr gut verkauft. Bis zum heutigen Spiel haben die Tiroler nur 5 ihrer 17 Auswärtsspiele verloren. Aber entscheidend war dabei eigentlich immer, wer das erste Tor schießt. Wenn es die Innsbrucker waren, dann gab es danach oft Unentschieden. Wenn es der Gegner war, meist Niederlagen. Für die Tiroler also, Rapid hat eigentlich das kritische Element schon geschafft, nämlich dieses erste Tor gegen die Innsbrucker zu erzielen. Jetzt sollten sie aber dann auch mal ein wenig nachsetzen. Vielleicht versuchen, hier ein zweites Tor zu erzielen. Dieses Bemühen kann ich im Moment nicht erkennen. Bilgen holt den Ball für die Innsbrucker. Schreter für Carlos Merino. Schön lässt er da Stefan Kulowitz aussteigen. Aber am Ende nichts Zählbares. Wieder mal für die Innsbrucker. Steffen Hofmann in den Lauf von Deni Ala, der ist zwar schnell, aber so schnell auch wieder nicht. Wieder Hofmann. Ja, Foul spielt dann von Deni Ala, aber Christian Dinter lässt richtigerweise zunächst den Vorteil laufen. Er hat sich nur kurz ergeben und dann kam schon das nächste Foul und jetzt gibt es Freistoß für die Innsbrucker. Merino angeschlagen, aber medizinische Hilfe wird anscheinend nicht benötigt. Da war schon das zweite Foul von Kulowitz, der zunächst hier allerdings den Ball spielt. Aber in Summe. War es dann auch kein Foulspiel für Christian Dinter. Denn die Partie wurde jetzt mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Also der Unparteiische hat dann nur unterbrochen, um zu schauen, ob Merino behandelt werden muss. So, das war jetzt ein Foul, da muss man nicht drüber diskutieren. Und da gibt es auch Gelb, auch wenn Marco Kofler alles versucht, um Christian Dinter zu beschwichtigen, diese Verwarnung zu verhindern. Aber die geht natürlich absolut in Ordnung. Trifft ihn unten in die Beine, zudem zieht er auch oben am Arm. Das ist ein klarer Fall von Gelb. Steffen Hofmann, ja, versucht der Markus Ecker zu überraschen. Das wäre ihm auch gelungen, wenn er das Tor getroffen hätte. Ecker hat da ganz klar spekuliert auf eine Flanke. Aber der Ball kommt nicht aufs Tor. Bei Rapid kommt aber in Kürze ein frischer Spieler in die Partie. Und zwar Christopher Drazan, der sich schon bereit macht für seine Einwechslung. Das wird dann der zweite Wechsel von Peter Schöttl, der also zur Pause den Torhüter tauschen musste.
Guter Burgstaller gegen Alexander Hauser. Wieder Hofmann, der Doppelpass misslingt. Tja, ungewöhnlich eigentlich solche Ungenauigkeiten von Rapid-Kapitän Steffen Hofmann. Dominik Widra. Vom Ball getrennt von Bülent Bilgen. Ein Kampf zweier Generationen fast da im Mittelfeld. Der 35-jährige Bilgen gegen den 38-jährigen Widra. Grozorek jetzt gegen Kofler. Grozorek war ein Foulspiel. Tja, die Aufregung der Rapid-Fans umsonst. Grozorek trifft dann noch die Stange. Schauen wir noch einmal auf diesen Zweikampf. Naja, naja, also da bin ich mir nicht sicher, ob das ein Foul war. Beide schieben ein wenig, dann verliert Kofler das Gleichgewicht. Das muss man nicht abpfeifen. Grozorek hat danach aber nicht ins Tor, sondern nur den Pfosten getroffen. Und mittlerweile wechselt bei den Innsbruckern. Schütz ist rausgegangen, für ihn Bergmann, neu in der Partie. Ja, und der Stangenschuss war die letzte Aktion von Lukas Grozorek. Christopher Drazan bei Rapid neu in der Partie. Drazan, der mittlerweile Lukas Grozorek da links im Mittelfeld bei Rapid immer öfter den Vorzug bzw. den Platz überlassen muss. So muss es heißen. Jetzt der neue Drazan gleich gegen Kofler. Jetzt reklamieren die Innsbrucker ein Foulspiel. Drazan gegen Kofler. Ja, ich denke, die Reklamationen auch zu Recht. Da kommt Kofler, spitzelt den Ball weg, dann schiebt ihn Drazan noch weg. Aber Christian Dinter hat keinen Foul gepfiffen, sondern es gibt den Einwurf für Rapid. Und jetzt gibt es den Einwurf in die andere Richtung. Stoß für Rapid. Steffen Hofmann. Da war Kofler in der Mitte am Ball. Drazan köpfelt den Ball noch einmal rein. Noch einmal Kofler. Aber die Innsbrucker bringen die Kugel nicht weg. Und jetzt Iniala aus der Drehung noch mit der Möglichkeit. Trifft den Ball dann aber nicht mehr voll. Schreter auf der anderen Seite im Laufduell mit Schimpelsberger. Ja, und das wäre beinahe schlecht ausgegangen für Jan Nobotta, der da zunächst rausgegangen ist, schon auf halbem Weg war und dann aber doch irgendwie einsehen muss, dass er den Ball nicht vor Schimpelsberger oder Schreter erwischen kann. Aber warum bewegt sich Nobotta da überhaupt nach vorne? Wenn sowieso ein Verteidiger beim Stürmer ist, muss er ja nicht rausgehen. Verabschieden sich die Innsbrucker mit einer Niederlage aus dieser Saison. Im Moment spricht eigentlich nichts dagegen, denn die großen Ausgleichsmöglichkeiten für die Tiroler, die fehlen. Vielleicht geht jetzt mal was über Bülent Bilgen. Schreter in Schussposition, aber gerade noch rechtzeitig gestört. Das war schon ein Auf und Ab für die Innsbrucker in dieser Saison, vor allem auch im Frühjahr. Da waren sie immer wieder mal dran an den Europacup-Plätzen.
Dann waren sie wieder weg, dann plötzlich wieder vorne dran. Aber in den letzten Runden haben sie endgültig den Anschluss verloren. Weil das Team von Walter Kogler von den letzten 7 Spielen nur ein einziges gewinnen konnte. Da gab es dann natürlich auch dieses katastrophale 3:6 zu Hause gegen Mattersburg. Und ganz ehrlich, mit solchen Leistungen darf man sich dann eigentlich auch nicht allzu große Hoffnungen auf ein Europa-League-Ticket machen. Ja, und auswärts haben die Innsbrucker in dieser Saison oft unentschieden gespielt. Am öftesten von allen Teams. Aber auch sehr wenige Tore erzielt. Insgesamt nur 14 in den bisherigen 17 Auswärtsspielen. Heute bräuchten sie zumindest eines, um hier einen Punkt mitzunehmen. Das hat Drazan jetzt geschickt gemacht, wie ich meine. Ist da meiner Ansicht nach auf den Ball draufgestiegen und nicht gefoult worden. Schauen wir noch einmal auf den Zweikampf. Naja, doch. Mit den Armen gearbeitet von Georg Harding. Kann man pfeifen. Freistoß Steffen Hofmann. Und jetzt gibt es Eckball. Verteidiger in der Mitte in Erwartung des Balles. Sonnleitner, Pichler damit vorne. Die kopfballstarken Innenverteidiger. Steffen Hofmann, Pichler versucht zu verlängern. Sonnleitner auch, aber so richtig dran war keiner. Und jetzt die Kontermöglichkeit für die Innsbrucker. Merino, Abraham noch einmal mit der Möglichkeit. Diesmal geht der Ball nach außen. Schütz könnte Venizik anspielen, tut er aber nicht. Sieht Schreter in der Mitte, der steht im Abseits. Gute Möglichkeit für die Innsbrucker, aber vergebliche Liebesmüh. Schauen wir, ob es eine korrekte Entscheidung war. Das war ganz knapp. Also Schreter dann wohl doch Zentimeter vorne, aber von im Zweifel für die angreifende Mannschaft hält Philipp Eiginger anscheinend nichts. Jetzt hier im Hanapi-Stadion, weil die Zwischenstände aus den anderen Stadien durchgesagt wurden und mittlerweile steht bei Sturm gegen Austria 1:1. Das bedeutet aktuell wäre wieder die Admira in der Europa League Qualifikation und die Austria würde durch die Finger schauen. Und das freut natürlich den grün-weißen Teil von Wien. 17.100 sind übrigens heute gekommen, um hier beim letzten Heimspiel von Rapid in der laufenden Saison dabei zu sein. Und so wie es im Moment ausschaut, werden die auch einen Heimsieg sehen. Diese zweite Spielhälfte plätschert so dahin. Es tut sich nicht viel. Und wir nähern uns der Rapid-Viertelstunde.
Rapid-Fans feiern sich und ihren Club als Nummer 1 in Wien. Aber da haben wir wieder mal eine gute Möglichkeit. Christopher Wernitznik, wer sonst, hat den Schuss hier abgegeben und verfehlt sein Ziel nur knapp. Gute Aktion des jungen Kärntners, aber Jan Novota, der lange im Tor von Rapid, fast 2 Meter ist der Slowake groß, wäre dann auch zur Stelle gewesen. Also Rapid ist die Nummer 1 in Wien, das stimmt. Insofern, wenn man auf die Tabelle schaut, Rapid, das ist kein Geheimnis, das stand auch schon vor der Partie fest, wird die Saison als Vizemeister abschließen. Ganz interessant vielleicht, 100 Jahre, genau 100 Jahre nach dem ersten österreichischen Meistertitel von Rapid im Jahr 1912, auch wenn es damals mehr oder weniger noch eine Wiener Meisterschaft war, gibt es also einen zweiten Platz im Endklassement für Rapid, die Vizemeisterschaft. Und damit bleibt Rapid auf alle Fälle vor der Austria, ganz egal, wie dieser Kampf um Platz 3 jetzt ausgeht. Die Austria bestenfalls Dritter, aber im Moment nur Vierter. Und beim Rekordmeister, das wundert auch einige, ist man mit dieser Vizemeisterschaft eigentlich ganz zufrieden. Zumindest, wenn man sich die Verantwortlichen vom Präsidenten bis zum Trainer so anhört. Der Europacup war das große Ziel, das hat man geschafft. Aber es hätte auch mehr sein können in der laufenden Saison. Der Meistertitel, der wäre absolut drinnen gewesen. Rapid-Fans klatschen jetzt ihre Viertelstunde ein. Der Präsident lässt sich die Siegeszigarette schon schmecken. Vielleicht ein wenig zu früh, aber im Moment geht von Innsbruck hier einfach keine allzu große Gefahr aus. Also entscheidend, dass es bei Rapid nicht mehr als der Vizemeistertitel geworden ist. Mit Sicherheit die beiden Spiele gegen Salzburg im Frühjahr, die man verloren hat. Beide unglücklich, zumindest mit unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen gegen Rapid. Auswärts gab es diesen Hens-Elfmeter und dann im Heimspiel natürlich die Auftritte von Stefan Meierhofer. Aber das alleine war es nicht, denn Rapid hat einfach zu oft unentschieden gespielt, um am Ende wirklich ganz oben zu stehen. Vor allem auch hier zu Hause. Von den bisherigen 17 Heimspielen hat man nur 8 gewonnen, ganze 7-mal unentschieden gespielt. Das ist dann einfach auch zu wenig. Wernitznik jetzt mit der Flanke in Richtung Schreter. Pichler konnte noch klären. Und Merino da noch am Boden nach dem Zweikampf mit Stefan Kulowitz. Läuft auch nicht rund und da sehen wir den Grund. Stefan Kulowitz, der schenkt wirklich nichts her. Aber Christian Dinter hat die Aktion nicht abgepfiffen. Aller bedrängt und dann gefault von Marco Kofler. Auch Georg Harding hat ihm noch eine mitgegeben. Insgesamt war es ganz sicher ein Foul, somit der Freistoß für Rapid absolut gerechtfertigt. Hofmann kommt nicht vorbei an Alexander Hauser. Vidra rutscht weg.
Also die Bundesliga macht heute Schluss mit der 36. Runde. Morgen geht es dann in der ersten Liga ins Finale, auch wenn da schon vieles entschieden ist. Der Meister steht fest. Ja, spannend wäre eigentlich noch das Duell um Platz 8, aber es ist im Moment auch nicht so spannend, weil der LASK ja keine Lizenz hat. Trotzdem, morgen noch 5 Spiele am Start. Die können Sie natürlich bei uns alle live in der Konferenz mitverfolgen. Und dann gibt es auch die Meisterfeier aus Wolfsberg nach dem Schlager WRC gegen den LASK. Bülent Bilgen beim Freistoß für die Innsbrucker. Katzer köpfelt den Ball raus. Und die Kontermöglichkeit für Rapid. Steffen Hofmann. Aber beim Rapid-Kapitän läuft es heute wirklich nicht rund. Der verliert viele Bälle. Wirkt auch von der Körpersprache her nicht wirklich positiv. Dürfte wohl auch für ihn gut sein, dass die Saison vorbei ist. Und jetzt bleibt ein wenig Zeit, um Kraft zu tanken für die Aufgaben in der kommenden Spielzeit, die Rapid ja auch wieder ins internationale Geschäft führen werden. Das darf man nicht vergessen. Die Hütteldorfer waren ja in der laufenden Saison international nicht vertreten. Aber im kommenden Jahr ist es dann wieder soweit. Von Drazan an Bergmann. Und beide Teams bereiten noch einmal einen Wechsel vor. Vielleicht kommen da von außen noch frische Impulse ins Spiel. Julius Perstaller steht bei den Innsbruckern bereit. Thomas Prager wird bei Rapid in Kürze kommen. Der Erste, der reinkommt, ist Julius Perstaller. Der ersetzt Carlos Merino. Über den Spanier sind wie immer viele Bälle gelaufen bei den Innsbruckern, aber die meisten Impulse, die sind heute eigentlich von Christopher Wernitznik ausgegangen. Julius Perstaller, der in der vergangenen Woche muskuläre Probleme hatte, deshalb auch in der Startformation heute nicht berücksichtigt werden konnte. Also für ihn neu im Spiel. Und jetzt gibt es viel Applaus für einen 18-Jährigen, für Dominik Widra, der heute sein Debüt in der Startformation von Rapid gefeiert hat und jetzt durch Thomas Prager ersetzt wurde. Ordentliche Zweikampfbilanz von Widra. Ballkontakte hatte er nach der Pause auch ein paar mehr. Da hatte man dann den Eindruck, dass sein Spiel etwas an Sicherheit gewinnt. Und den jungen Mann wird man sicher noch öfter sehen. Burgstaller will noch einmal zurückspielen auf Hofmann, aber ein ganz schlechter Pass. Tja, und Steffen Hofmann, der hätte beinahe mal einen Zweikampf gewonnen, jetzt da vorne, aber nur beinahe. Damit bleibt er der Rapidler mit dem schwächsten Zweikampfwert in diesem Spiel. Gewinnt nur knapp ein Drittel seiner Duelle Mann gegen Mann. Jetzt Hofmann für Thomas Prager. Der hätte mit seinem zweiten Ballkontakt hier das 2-0 machen können. Schimpelsberger und Hofmann dann mit dem klugen Pass. Für Thomas Prager, der frei Schussbahn hat. Dafür fällt der Schuss aber gar nicht mal so gut aus.
Prager, verfolgt von Abraham. Müsste Einwurf für Innsbruck geben, gibt es auch. Markus Katzer wollte sich das nicht bieten lassen. Aber da lag der Assistent schon richtig. Katzer ganz klar als Letzter am Ball. Tja, aber beide waren sich sehr sicher, dass sie die Kugel zurück ins Spiel bringen dürfen. An Christopher Drazan. Tja, Marcel Schröter hat es anders gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt das Foulspiel an Drazan auch nicht erkennen können. Der bringt jetzt aber diese Flanke rein, die zur leichten Beute für Markus Ecker wird. Hofler vor Burgstaller. Ordentliches Tackling des Innsbrucker Verteidigers. Für Bülent Bilgen. Jetzt wäre es dann an der Zeit für die Innsbrucker hier ein Tor zu schießen, wenn sie wirklich noch einen Punkt mitnehmen wollen, denn die Zeit auf der Uhr, die wird nicht mehr. 4 Minuten sind es noch in der offiziellen Spielzeit, dann gibt es noch Nachspielzeit, aber allzu viel wird das wohl nicht sein, denn längere Unterbrechungen gab es eigentlich nicht. Nach der Pause die Wechsel jetzt einmal ausgenommen. Prager mit Platz. Die Chance jetzt für Markus Katzer, der sie verstolpert. Aber nicht deshalb haben die Rapid-Fans gejubelt, sondern weil Stadionsprecher Andi Marek hier noch einmal die Zwischenstände aus den anderen Stadien durchgesagt hat. Und mittlerweile liegt die Austria in Graz zurück. Das war's dann wohl mit den Europa League-Ambitionen des grün-weißen RC Wahl. Also in dieser Saison war es umgekehrt. Die Austria hat international gespielt, Rapid nicht. In der kommenden Saison dann genau andersrum. So schaut es zumindest jetzt aus. Noch sind die Spiele ja nicht abgepfiffen. Tja, wieder ein Foulspiel von Georg Harding und jetzt hat er sich die gelbe Karte mittlerweile wirklich redlich verdient. Die Summe der Vergehen macht es auch. Wiederholtes Foulspiel. Und damit ist er insgesamt der
dritte Spieler in dieser Partie, der verwarnt wird. Für Drazan. Was machen die Rapidler aus diesem Ballgewinn? Das 2:0! Jetzt ist die Partie entschieden. 2:0 und der Torschütze heißt wieder Diniala. Also der ist mittlerweile richtig angekommen in Hütteldorf. Das hat eine Zeit lang gedauert, aber mit diesen zwei Treffern aus dem heutigen Spiel hat er 9 Saisontore erzielt. Und ist damit schon ein richtig wertvoller Bestandteil dieser Mannschaft geworden. Hier der Ballgewinn. Tomasz Abraham verliert aus Innsbrucker Sicht die Kugel. Ungewöhnlich für den Kapitän und dann der eingewechselte Drazan mit einer schönen Flanke. Und in der Mitte ist Diniala schneller am Ball als Dario Dakovic. Also kurz vor dem Ende der offiziellen Spielzeit macht Rapid hier alles klar. Hat eine Zeit lang gedauert, aber damit werden sich die Grün-Weißen mit einem Heimsieg in die Saisonpause verabschieden. 2 Minuten gibt es noch Nachspielzeit, dann ist der auch amtlich. Tja, vielleicht geht ja noch mehr als ein 2:0. Schimpelsberger dann noch einmal auf dem Weg nach vorne. Es gibt noch einmal Eckball. Zwölf Ecken hat Rapid mittlerweile in diesem Spiel rausgeholt. Auf der anderen Seite nur 3 von Innsbruck. Aber so überlegen, wie sich das jetzt anhört, war Rapid über weite Strecken in diesem Spiel eigentlich gar nicht. Steffen Hofmann. Mal ordentlich gespielt. Diniala, mittlerweile der erfolgreichste Torschütze bei Rapid mit seinen 9 Saisontoren. Hat da versucht, zur Mitte durchzustecken, das ist ihm aber nicht gelungen. Die Innsbrucker, die in den letzten 3 Spielen hier im Hanapi-Stadion immerhin einen Punkt geholt haben, ein 0:0 unter anderem im ersten Saisonduell, fahren heute mit leeren Händen heim und müssen damit auch weiterhin auf einen Sieg gegen Rapid in Wien warten. Mittlerweile schon 10 Jahre und diese Durststrecke geht weiter, denn das Team von Peter Schöttl, Rapid, schlägt Innsbruck im letzten Heimspiel der laufenden Saison mit 2:0. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein verdienter Heimsieg war, denn die Innsbrucker hatten auch ihre Chancen, ihre guten Momente in diesem Spiel. Der Unterschied war einfach, dass Innsbruck vor allem vor der Pause die Möglichkeiten nicht genutzt hat. Rapid hat da schon eine genutzt durch Diniala. Das war dann sein 8. Saisontor. Nach der Pause hat er noch einmal zugeschlagen. Und am Ende gewinnt Rapid das letzte Heimspiel und ist Vizemeister hinter Red Bull Salzburg. Tja, und es ist natürlich müßig, darüber zu diskutieren, was in dieser Saison sonst noch alles möglich gewesen wäre für Rapid. Mit dem Europacup-Platz hat man das oberste Saisonziel erreicht. Rapid spielt in der kommenden Saison wieder international. Ja, und ein paar Innsbruck-Fans versuchen da jetzt aufs Spielfeld zu kommen. Das soll natürlich nicht sein. Also hoffen wir, dass hier auch noch alles friedlich zu Ende geht. Die Ordner und die Polizei müssen auf alle Fälle schon mal aufmarschieren. Die Innsbruck-Spieler sind jetzt auch unterwegs zu ihren Fans. Können hoffentlich dazu beitragen,
dass sich die Lage hier wieder etwas beruhigt. Also für Innsbruck ist es nichts geworden mit dem Europacup-Platz, aber das wäre dann am Ende vielleicht auch ein wenig zu viel des Guten gewesen. Die Saison von Wacker war in Ordnung, wenn man bedenkt, mit welchen Mitteln die Innsbrucker arbeiten. Aber so gut, um dann international spielen zu müssen, ist die Mannschaft auch wieder nicht. Und man darf auch gespannt sein, wie es dann in der kommenden Saison weitergeht, ohne Iñaki Bea, ohne Miran Burkic, ohne Mohamed Idiz, die den Verein alle verlassen. Da wird die Mannschaft auch ein wenig ein anderes Gesicht haben. Jetzt sind wieder einige Fenster über die Absperrungen geklettert. Im Moment ist aber alles friedlich. Da verabschieden sich die Fans einfach von ihren Spielern in die Saisonpause. Ebenso wie auf der anderen Seite die Rapidler, die also ihren Fans zum Abschied noch einmal einen Sieg schenken. Aber da kommt keiner aufs Spielfeld. Und so soll es am Ende ja auch sein. Die Rapid-Fans, die dürfen mit ihrer Mannschaft dann in der kommenden Saison wieder international reisen. Tja, Lukas Grozorek gratuliert noch einmal Deni Ala dafür, dass er diese Saison als erfolgreichste Ligatorschütze bei Rapid abschließt. Und die Rapid-Mannschaft, die wir heute hier gesehen haben, das ist im Großen und Ganzen auch die Mannschaft, die es dann in der kommenden Saison in der Bundesliga zu sehen geben wird. Ja, und hier wird noch einmal gejubelt, nicht nur über die eigene Mannschaft, sondern weil es auch in Graz mittlerweile ein Endergebnis gibt. Das ist jetzt hier bekannt geworden. 3:1 schlägt Sturm die Wiener Austria, die damit in der kommenden Saison international nicht vertreten ist. Und damit gibt es nur eine Wiener Mannschaft, die in der Europa League-Qualifikation im Sommer dann antritt. Also Rapid ist Vizemeister, Innsbruck beendet die Saison als Siebenter und wir wollen jetzt mal eine Stimme aus Tirol hören. Marcel Schritter, bitteschön. 3 Punkte zum Abschluss wären natürlich schön. Warum blieb es beim Wäre? Ja, wir haben sehr gut angefangen, wir haben gesehen, wir haben auch sehr viele Chancen gehabt, unter anderem habe ich auch wieder ein paar gehabt. Ja, der Ball wollte nicht rein und es wollte nicht sein. Schade, leider, wir wollten die Fans noch und uns selber natürlich auch noch zum Abschluss 3 Punkte geben, aber hat nicht funktioniert. Ja, 7. Platz ist es am Ende, wie kann man jetzt bilanzieren? Ja, ich glaube, wir können im Großen und Ganzen zufrieden sein, weil wir haben lange um die UEFA-Plätze mitgespielt. Das hat uns vor der Saison, glaube ich, keiner zutraut. Und das war für uns schon mal ein Fortschritt und im weiteren Weg werden wir dann bei den nächsten Saison sehen. Was hat denn gefehlt auf diesem internationalen Startplatz? Ja, was hat gefehlt? Wenn man das wissen dann, glaube ich, waren wir im internationalen Geschäft. Aber ja, die anderen Mannschaften waren auch sehr gut und zum Schluss haben sich angefangen. Und ja, es hat leider nicht gereicht. Tut uns leid, aber ich glaube, wir können im Großen und Ganzen zufrieden sein. Internationaler Startplatz, kann man das auch als Zielvorgabe für die kommende Saison sehen? Ja, wenn wir sehen, was sich tut. Also am Personellen müssen wir schauen, was da kommt, was da geht. Und dann können wir die Ziele neu stecken. Dankeschön. Dankeschön. Ja, am Ende hat es vor allem in der Offensive ein wenig gefehlt bei den Innsbruckern, denn nur 36 Tore über eine gesamte Saison, das ist natürlich zu wenig, wenn man sich wirklich fürs internationale Geschäft qualifizieren will. Defensiv waren die Innsbrucker ja ganz stabil, aber durch diese wenigen erzielten Treffer gab es viele Remis und die Punkte, die man bei den vergebenen Siegen nicht eingefahren hat, die haben dann natürlich am Ende gefehlt. Also Marcel Schreter haben wir gehört. Der nächste Interviewpartner von Elisabeth Gamow ist der Rapid-Kapitän. Was sagt er zur Saison der Hütten? Ein 2:0-Sieg gegen Innsbruck zum Saisonabschluss. Ein würdiger Abschluss, Steffen? Ja, wir wollten gewinnen, das haben wir geschafft. Ja, sind Zweiter geworden. Ich denke, damit kann man auch zufrieden sein. Und jetzt gehen wir in die Sommerpause und die haben uns verdient. Wie gut kann der Kapitän mit dieser Saison leben, mit Platz 2?
Ja, mit Platz 2 kann ich prinzipiell gut leben. Denke, Salzburg hat jedes Jahr die Ambition, unbedingt Meister zu werden. Und wir versuchen sie da immer zu ärgern. Und heuer ist es uns eigentlich ganz ordentlich gelungen. Mit dem Platz kann man zufrieden sein. Ich denke, fußballerisch war das eher ein bisschen durchwachsen heuer, würde ich sagen. Dankeschön, schöne Pause. Zeit für Gefühle im Hanabi-Stadion. Insgesamt 5 Spieler, die Rapid verlassen, werden vor dem Anpfiff verabschiedet. Darunter Tonhofer, Suma, Patoka, Gartler und allen voran Helge Bayer. Über 2 Jahrzehnte lang hat er den grün-weißen Tormann-Pullover getragen. Knapp 300 Pflichtspiele. Wohin die Reise geht, ist noch unbekannt. Wolfsberg wird's aber sicher nicht. Hinein in diese Partie. Erste Spielminute. Die Gäste aus Innsbruck mit der ersten Möglichkeit. Ecke Merino, Schweinocker und Neo-Team-Goli Königshofer. Sehr aufmerksam. Von Anpfiff weg eine muntere, flotte Partie, allerdings die Gäste gefährlicher. Wernitznik für Schreter, der kommt zum Abschluss, bringt den Ball aber nicht aufs Tor. Marcel Schreter hat heuer gegen Rapid bereits 2 Tore erzielt beim 2:1 Heimsieg der Innsbrucker. Was ist los mit den Grün-Weißen? Die brauchen eine knappe halbe Stunde, um in dieses Spiel zu finden. Kozurek auch diesmal wieder in der Startformation und dann Burgstaller. Der Schuss abgefälscht, dadurch nochmals gefährlich. Egger muss allerdings nicht eingreifen. Egger, der den angeschlagenen Schaffer ersetzt hat. Aber von diesem Moment an Rapid besser. Pichler mit der Spieleröffnung. Feine Ballannahme von Burgstaller. Schimpelsberger integriert sich gut ins Angriffsspiel. Deni Ala, 1-0 Rapid, 37. Spielminute. 8. Saisontor für Deni Ala, der vor allem ein sehr starkes Frühjahr für sich verbuchen darf. Recht einfach, über wenige Stationen. Burgstaller technisch ganz fein. Schimpelsberger mit dem Offensivgeist, den ein Außenverteidiger heutzutage braucht. Und Deni Ala dann mit einer eher leichten Übung. 1:0 auch der Pausenstand. Da sehen auch einige Ex-Rapid-Spieler. Die Türkei-Legionäre Kayan Kavlak, Kayans Bruder, und die Legionäre von Eintracht Frankfurt, Ümit Korkmaz und Erwin Hoffer, im Stadion. Zur Pause kommt Novota für Königshofer, der leicht angeschlagen, aber sein Teameinsatz bzw. seine Teamberufung wird trotzdem stattfinden können. Kurz nach Wiederbeginn wieder Deni Ala nach Flanke von Burgstaller. Da waren gerade mal 2 Minuten gespielt. Rapid in Durchgang 2, das deutlich bessere Team. Egger, der Torhüter der Innsbrucker, immer wieder mit Problemen bei hohen Bällen, so wie hier. Katzer vergibt allerdings. Dann bereits eine gute Stunde gespielt. Markus Katzer. Und dann Krozurek, das Duell gegen Kofler, und Schiedsrichter Christian Dinter mit dem Pfiff. Zu kleinlich, meiner Meinung nach, kein Foulspiel von Krozurek gegen Kofler. Schiedsrichter Dinter, der sonst viel laufen lässt, hat es anders gesehen. Damit der Stangenschuss von Krozurek obsolet. Das war seine letzte Aktion. Danach kommt Christopher Drazan in die Partie. Innsbruck in Durchgang 2, offensiv war da wenig los. Eine gute Aktion gibt es, und zwar vom besten Innsbrucker auf dem Spielfeld, Christopher Wernitznik. Mit 8 Toren und 6 Assists der erfolgreichste Scorer bei den Tirolern. Starke Saison, heute allerdings kein Torerfolg für Wernitznik. Bereits die letzte Spielminute. Tomasz Abraham verliert hier den Ball. Burgstaller, Christopher Drazan, der hat viel Platz, wird nicht attackiert, blickt auf und findet Deni Ala. 2:0 Rapid, das auch der Endstand. 3. Doppelpack in Grün-Weiß für Deni Ala. Christopher Drazan, seine 9. Torvorbereitung, und apropos 9. Saisontor für Deni Ala, der damit intern der beste Torschütze bei Rapid ist. Schöner Saisonabschluss für die Grün-Weißen, die zum 24. Mal in ihrer Vereinsgeschichte Vizemeister werden. Auch das ist Rekord. Eine versöhnliche Saison für Peter Schöttl und seine Rapidler. Innsbruck zum 5. Mal in Folge sieglos, das spielt aber am Ende keine große Rolle. Elisabeth Gamauf hat für uns die Interviews geführt. Ja, wir wollten gewinnen, das haben wir geschafft.
ja, sind Zweiter geworden. Ich denke, damit kann man auch zufrieden sein. Und jetzt gehen wir in die Sommerpause und die haben uns verdient. Ja, ich glaube, wir können im Großen und Ganzen zufrieden sein, weil wir haben lange um die UEFA Cup Plätze mitgespielt. Das hat uns vor der Saison, glaube ich, keiner zutraut. Und das war für uns schon mal ein Fortschritt. Und im weiteren Weg werden wir dann bei den nächsten Saison. Lukas, Sie mussten zur Pause raus. Was ist los mit dem Oberschenkel? Ja, es hat mal einen Stich gegeben beim Abstoßen. Es ist die weiteren Abschüsse ein bisschen schlimmer geworden. Und daher nächste Woche noch ein bisschen was vorhabe, lassen wir es lieber sein. Das heißt, Absage steht da überhaupt nicht im Raum? Nein, sicherlich nicht. Morgen ist zur Sicherheit noch eine Untersuchung. Aber im Notfall rufe ich damit an, hake es nachhin nach Tirol. Ja, perfekt. Vom Ergebnis perfekt. Ein bisschen Wehmut ist natürlich dabei, weil wir uns von einigen Spielern eben verabschiedet haben. Aber unterm Strich denke ich, der zweite Platz, den wir erreicht haben, ganz klar nach hinten abgesichert. Nach vorne sind wir auch weit weg. Also ich denke, dass wir dort auch zurecht stehen. Was haben Sie noch vor? Wie meinst du das jetzt heute? Nein, eigentlich so überhaupt karrieremäßig. Ja, natürlich. Nächstes Jahr gibt es kein anderes Ziel für uns als einen Meistertitel. Wir müssen uns steigern und Euroleague natürlich Gruppenphase. Werden wir schauen, dass wir ein bisschen aufmischen können da. In Innsbruck herrscht jetzt nicht der große Reichtum, wird auch Kürzungen in Kauf nehmen müssen für die kommende Saison. Was kann man sich da für Ziele setzen? Ja, man wird sicher bemüht sein, dass man Innsbruck jetzt im Jahr, wo der Verein das 100-jährige Bestehen feiert, dass man dort auch eine vernünftige Mannschaft auf die Beine stellen kann. Also da wird sicher in den nächsten Wochen noch hart daran gearbeitet werden. Mit Ihnen oder planen Sie da gar nicht mehr mit? Trainerposten gäbe es, die zu besetzen wären. Ihr Name fällt da immer wieder. Gab es da schon Angebote, gab es da schon Gespräche? Nein, also ist da zum jetzigen Zeitpunkt nichts dran. Konzentriere mich voll auf Innsbruck. Was irgendwann in der Zukunft einmal sein kann oder wie, das ist reine Spekulation. Na, und es wird mit Sicherheit auch sehr viel weiter spekuliert in den kommenden Wochen, Herr Robert Weber. Rapid als Zweiter hochzufrieden mit der Saison. Die Innsbrucker sind auch zufrieden. Beide zu Recht. Ja, Rapid kann zufrieden sein mit dieser Platzierung. Es wurde ja schon von Beginn an diese Übergangssaison angekündigt und die ist es dann auch geworden, wobei ich sage, es schaut jetzt dieser zweite Platz heraus und der ist absolut verdient. Es haben sich einige Spieler weiterentwickelt. Der Trainer hat im Frühjahr dann zu einigen Spielern mehr Vertrauen gefunden, dass diese Spieler dann gerechtfertigt haben. Ich denke da an Danny Aller. Der junge Grozurek zeigt immer besser auf. Also es kommt auch einiges nach. Und ich glaube, dass man mit Rapid auch in Zukunft rechnen muss. Wie schaut es mit den Innsbruckern aus? Sehr schwer natürlich für Walter Kogler, weil im Umfeld natürlich jeder an die große Zeit der Tiroler immer wieder denkt. Und da muss man erst eine Platzierung 6-7 verkaufen können. Ja, das zweite Jahr jetzt hintereinander. Ich denke mal, dass eine Weiterentwicklung in diesem Jahr nicht so gelungen ist. Auch deswegen, weil einige Spieler nicht so in Form waren oder auch durch Verletzungen längere Zeit nicht spielen konnten. Aber es wird natürlich schwer, dort etwas weiterzuentwickeln, wenn man nicht die finanziellen Mittel dazu hat. Das Positive vielleicht, dass sich der Innsbruck ein Abstiegsgefahr war, der FC Wacker so nie.